Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Multiplayer Call of Duty Modern Warfare 2 2022. Ebenfalls auf einer alten Map, aber nicht ganz so alt wie die davor, und zwar Dome. Wir sind hier... Oh, ich bin so voll. Wir sind hier auf Shoothouse. Und Shoothouse ist ja die Map von... Okay, das ist die MK14, die neue. Alter, okay. Das ist die MK14 aus dem Battle Pass, der Bauplan. Ja, Shoothouse ist aus Modern Warfare 1, also das ist von 2019. Habe ich damals nicht so gerne gespielt, sehr, sehr verwinkelt. Viele, viele Camper-Möglichkeiten, vor allem hier oben im Haus. Aber gut, müssen wir durch. Ah, okay. Und das ist wahrscheinlich wieder der, ja, der MK14. Die muss ich auf jeden Fall ausprobieren. So, es ist halt echt eine krasse Schussrate, die da... Oh, oh. War. Ich bin so full. Aber wenn er durch... Na, okay, er rafft mich. Okay, die laufen schon wieder Hand in Hand umher. Das sind ja natürlich auch wieder so eine Experten. Hm. Okay, gehen wir mal oben rein. Doch. So, auf jeden Fall. Darf ich schreien? Der Typ steht da oben in der Brücke mit dem goldenen RPG. Will der mich verarschen? Und ach, das ist so richtig ekelhaft gerade, diese Lobby. Schild, RPG, Akimbo. Ey. Also in dieser Lobby möchte man einfach nur weinen. Also jetzt fehlt nur noch so ein Quickscope Spacko plus Campbell Dude. Alter. COD Experience um 11 Uhr morgens. Vom Feinsten. So, tot. Also ich muss meine Honey Badger, ich hab's halt Honey Badger genannt. Ist halt nur mal von Ghosts die Waffe. Die heißt Chimera. Auf jeden Fall vielleicht nochmal ein bisschen umtunen, ein bisschen umbauen. Dass da ein bisschen bessere Möglichkeiten sind. Guck mal, ob der Dude hier immer noch drin steht. Nein, bis jetzt darf man noch nicht weinen. Da ist er! Ha! Weg! Tschüss! Raus! Nein! Als ob der eine S-Mine dahin packt! Vor allem, er packt die auch noch frisch dahin und ich laufe da rein. Na gut, egal. Moin. Alter, kommt da der Nächste. Ist hundertprozentig wieder der Gleiche. Natürlich ist es der Gleiche. Der will an seinen Camperplatz dahin. Er hat da vielleicht sein Ding ins Aufgeschlagen. Keine Chance. Gegen Akimbo. Ey, das ist sogar die X12. Haben sie, wie stark haben sie denn bitte gemacht? Ja, ich weiß, ich wurde von hinten anvisiert. Bin der Meinung... Da ist er. Keine Chance. Keine Chance gegen diese Spackos. Bin so full. Vor allem, die laufen halt gemeinsam wieder umher. Ah, doppel. So. Dann machen wir es halt mal so. Ich hab die ja auch zum Glück drin. Genau um... Oh. Um... Das war knapp. Genau um sowas halt kontern zu können. Jetzt mal Dröhnchen selber zünden. Ja, schade. Ne, da war es denn. Bisschen zu wenig. Na gut. Dude steht da oben wieder drin. Okay, der Dude ist tot. Ansonsten zumindest nochmal ein bisschen Richtung Mark. Ich konnte. Okay, Mark ist weg. Schade. Ach, Mann. Ah, den kommt. Den fangen wir ab. Ah, oder geht er hier lang? Ah, da ist es einfach nur das. MG, was man hört. Oh, Helikopterschütze. Ja gut, das ist natürlich unlucky. Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, von wem das Ding ist. Und zwar von die... Typen. Entweder von dem Camper-Dude... Mein Gott, entweder von dem Camper-Dude hier oben. Wovon ich aber nicht ausgehe, sondern eher von dem Typen mit seinem Schild. Mit dem Schild und genau den da. So, danke an meine Drohne.
Also meine Drohne saved mir so häufig den Arsch. Wir holen uns da nochmal ein paar Punkte. Nee. So, Kollege. Ach, komm schon. Schade. Hätte er klappen können. Der Deluxe wird es wahrscheinlich sein. Aber es wird, wie gesagt, der Typ mit Schild und Akimbo sein. Ah, okay. Das schaffen wir. Komm schon, wir überleben. So, den haben wir. Granate warten wir mal kurz ab. Ja, und er kommt dann rumgejumpt. Der Hinrich. Der ist aber tatsächlich gar nicht mal so... Ja, 20 Kills. Ja, gut. Ich wollte sagen, der ist eigentlich gar nicht so gut, aber... Trotzdem schon. Eine Hausnummer an Kills, ne? Klar, er rennt nach vorne, er kann... schwierig getroffen werden von hinten durch das Schild. Und ja, Kimbo ist halt nun mal extrem stark. Ah, von der Seite. Sehr schön. Gut abgelenkt. Denn es ist halt ein Teamwork. Einer wird da oben wahrscheinlich wieder drinnen campen. Das heißt, wir lassen es mal lieber da oben reinzugehen. Ja. Da wurde gerade die Marke aufgesammelt. Wurden gerade ein paar mehr Marken aufgesammelt. Dankeschön. Ach, wieso, mein Mate? Mein Mate hat es nicht geschafft. Nee? Ey, chillen die da oben ja schon zu dritter drin, oder wie? Alter, lasst mich doch weg. Lasst mich da mal durch. Und dann kommt er mir ins Gesicht gesprungen. Komm her. Alter, er holt mich zum zweiten Mal. Na, das war ein Satz mit X. Also. Da war die COD Experience pur drin, ne? Ah, guckt mir an. Guckt euch an. Obwohl, er hat die einzelne. Ist okay. Oh, ein Kill mehr und dann hätte ich eine positive KD gehabt. Naja, gut, egal. Unlucky gelaufen, halt oben drinnen drei Camper. Naja, gut. So viel dazu, so eine Runde. Ich habe eigentlich schon mit so einer Runde auf Dom gerechnet, aber es ist ein Shothouse. Ebenfalls eigentlich dafür bekannt. Aber gut. Runde hat trotzdem Laune gemacht, das muss man mal so sagen. Auch wenn es immer ein Gefluche und Geweine eigentlich ist. Aber die Runden machen trotzdem Laune, so ist es ja noch nicht. Dementsprechend, vielen Dank fürs Zusehen. Haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao.